Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing Time mit euer Pili Bones, und zwar zu dieser Box hier. Ja Leute, ihr seht richtig, zu dem neuen Album von Frank White und Bastard and Hengst, und zwar zu Carlo Cuxnuten. Ach nein, das heißt ja gar nicht Carlo Cuxnuten, sondern Cancel Culture Nightmare. Und ich würde mal sagen, ich mache mal die Box auf und dann zeige ich euch den Inhalt komplett. Auf die Box ist natürlich das altbekannte Carlo Cuxnuten Logo, was ich mir nur so erklären kann, dass er das Logo hat, also dass er die Rechte auf das Logo hat und das Logo benutzen darf, nur halt nicht den Namen. Und ja, das ist auch eine schlaue und coole Idee, weil jeder das assoziiert, dass es eine coole Sache ist. Das Album war ja auch ziemlich cool. Auf jeden Fall, so sieht es von vorne aus und so von der Seite. Da steht dann Frank White und so dann Hengst drauf und Carlo Cuxnuten und halt auf der anderen Seite auch. Und ganz kurz mal die Hinterseite. So sieht denn die Hinterseite aus. Auf jeden Fall eine relativ schwere Box. Ich packe die mal ganz kurz hier zur Seite. Es ist natürlich die Box mit der Jacke. Ein schönes Design, aber also ich finde das Design schön mit dem Schwarz und dem Carlo Cuxnuten Logo. Aber mit dem Carlo Cuxnuten Logo kannst du auch nicht viel falsch machen. Das weiß er natürlich auch und deswegen hat er sich auch dafür entschieden. Weil das halt jeder feiert. Ich packe mal ganz kurz die Sachen hier raus. Oh, das ist schon eine stabile Jacke. Also da ist schon ganz schön was drauf. Ganz schön schwer die Jacke. Und hole ich mal die ganzen Sachen raus, die hier noch dabei sind. Damit wir uns das mal angucken können. Und die Box ist leer. Ich packe die Box mal nach hinten. Kommen wir mal zum ersten Boxinhalt. Und zwar zu den Aufklebern. Und das finde ich hier richtig gut. Und zwar habe ich das auch noch nie so gesehen. Und zwar die Aufkleber sind hier in so einem schönen Zippo-Beutel, in so einem kleinen Zippo-Beutel. Und das feiere ich. Das finde ich cool, da sind schön geschützt, da können die nicht kaputt gehen, kein Knicken, keine Knicks rein und so weiter. Das ist eine coole Sache, da hat er was Cooles überlegt. Jetzt hole ich die mal raus. Und ich gucken wir uns die mal an. Ja. Und zwar haben wir hier einmal einen Carlo Cuxnuten Aufkleber, das Logo. Das super gute Logo, ja. Und dann haben wir hier Frank White, Carlo Cuxnuten und Sultan Hengst Aufkleber. Auch schön. Schade, dass es nicht mehrere gibt, also nicht so drei oder vier, das wäre cool gewesen. Aber ist okay. Dann haben wir hier noch ein Sultan Hengst und Flair oder Frank White Aufkleber. Der sieht so aus, finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Sie kann man machen, sieht eigentlich ganz gut aus. So sieht es aus. Das gefällt mir auch. Hier Frank White und Sultan Hengst Aufkleber. Oder Sultan Hengst mit dem Brandenburger Tor. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Habe ich das jetzt falsch gehalten oder ist es einfach. Also auf jeden Fall ist es falsch herum. Ne? Also das Brandenburger Tor so und hier unten steht dann das geschrieben. Finde ich interessant. Weiß ich gar nicht, warum das falsch herum ist, aber es muss wohl sein. Style, ich habe keine Ahnung davon. Okay, und dann hier auf Kalze. Cancel Culture Nightmare. PCN 2, nicht zu verwechseln mit, wie heißt das? Cancel Culture Nightmare, darf man nicht verwechseln. Das ist Carlo Cuxnuten, nicht Cancel Culture Nightmare. Und dann haben wir ja einen Cancel Culture Nightmare Aufkleber. Ja? So wie das Album natürlich heißt und nicht Carlo Cuxnuten. Und ja, packen wir das mal wieder zusammen. Auf jeden Fall eine coole Sache, dass das hier in dem Beutel drin ist. Ich pack die mal ganz kurz wieder hier rein. Kommen wir mal zum nächsten Boxinhalt. Und zwar kommen wir mal einfach zu dem Poster. Kommen wir jetzt zu dem Poster. Das ist einseitig bedruckt. Habt ihr ja schon gesehen. Auf jeden Fall eine Seite weiß. Das Poster finde ich auch nicht schlecht. Das sieht gut aus. Kann man auf jeden Fall machen. Würde ich mir auch aufhängen. Ja, aber auf jeden Fall eine Seite weiß, eine Seite nicht bedruckt. Aber ist okay, ja. Nur halt, man kann jetzt kritisieren, na gut, es ist halt immer die Knicke hier drin. Einige sprechen das noch extra an. Aber ich finde, das ist halt so eine Sache, die man in der Boxnummer hat, dann kann man nur falten. Ich weiß nicht, man könnte vielleicht auch noch eine reinmachen mit so zusammengerollt oder so. Aber okay, ja. Kann man machen. Kann man auch aufhören. Ist ein nettes Poster, sieht gut aus. Packe ich mal zur Seite. Und jetzt kommen wir mal zum Album. Jetzt kommen wir zum Album, zu dem Album von Sultan Hengst und Flair. Und ja, packe ich mal ganz kurz aus, damit ich euch das zeigen kann. Ich hole mal ganz kurz hier mein Messer. Es hat schon einen schönen Pappschuber. Und über das Album sollten wir mal wirklich reden. Da sollten wir mal ganz kurz reden. Ich wollte das schon lange machen,
Also das hier, das, der Teil wird jetzt ein bisschen kontrovers wahrscheinlich. Kommen wir zu dem Album, was meiner Meinung nach nur entstanden ist, um einen Bushido zu ärgern und nicht, weil Flair den Albumtitel so gut findet oder weil es Flairs Idee war oder weil Flair 90 BPM so geil feiert. Nein, meiner Meinung nach ist das Album nur entstanden, um einen Bushido zu ärgern. Denn ich frage mich, warum hat denn Flair, wenn er ihm der Titel so wichtig ist, warum hat denn Flair nicht das Album schon vorher gemacht? Warum hat er nicht schon vorher ein CCN gemacht? Warum hat er nicht mit Ja Rule ein CCN gemacht? Warum hat er ein Carlo Kusnutten nicht vorher gemacht, bevor Bushido die Rechte sich gesichert hat? Warum muss es jetzt gemacht werden, nachdem Bushido die Rechte sich gesichert hat? Warum nicht jetzt, warum jetzt auf einmal? Ja? Und warum nicht vorher? Warum? Also wenn ihnen der Titel so wichtig ist, hätte er es auch vorher machen können. Meiner Meinung nach. Ja? Hätte er machen können. Hätte ihn ja keinen aufgehalten. Er hat ja keine. Bushido hat ja erst jetzt die Rechte sich gesichert. Ja? Und ja, Flair hat ja auch sonst nichts gemacht. Guck mal, er hat ja keinen CCN gemacht. Er hat auch irgendwie nicht. Bushido ist der Erste, der CCN als Vinyl rausgebracht hat. Flair halt auch nicht. Also da hat er sich auch nicht bemüht. Also ich sehe keine Bemühungen bei Flair, dass er so geil auf diesen Titel ist. Ja, also meiner Meinung nach ist das ja einfach nur, um jemanden zu ärgern und zu sagen, oh, guck mal, es ist mein Titel, aber es ist, ja, jahrelang hat sich da keiner drum gekümmert, außer Bushido. Bushido hat diesen Titel gemacht und mehrere Alben gemacht. Egal, ob man jetzt sagt, naja, die klingen jetzt alle nicht so wie CCN. Kann sein, einige davon nicht. Aber ist egal. Kommen wir mal zu diesem Album. Ich zeige euch mal ganz kurz das Album. So sieht es denn aus von vorne. Und so von hinten. Wir haben 19 Tracks. Und auch 19 Instrumentals. Und natürlich keine Feature. Ja? Kommen wir mal zum Album. So sieht es denn intern aus. Und so hinten. So ist die Trackliste. Die Trackliste findet ihr auch in meiner Videobeschreibung. Machen wir mal das Album auf. Das Album habe ich natürlich noch nicht angehört. Ich habe mir das Album noch nicht angehört. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Aber ein paar Single-Auskopplungen. Und ich habe auch ein paar. Ich habe mir das Snippet angehört. Ja, so sieht dann die Instrumental-CD aus. Ich habe mir das Snippet angehört. Und das, was ich bis jetzt gehört habe, hat mich jetzt noch nicht wirklich von den Socken gehauen. Ich finde, das ist ein schwaches Album oder mittelmäßig, so sieht es denn ohne aus. Schade, keine doppelseitige Hülle, also dass man sie aufmachen kann, wieder nur CD auf CD. Das gleiche, was man ja bei Bushido kritisiert hat, mal sehen, ob man es auch hier kritisiert. Ich habe es natürlich auch, glaube ich, bei Bushido kritisiert, meiner Meinung nach, aber ich spreche jetzt hier über andere Unboxing-YouTuber an. Kommen wir mal zum Booklet. Ja. Das ist dann das Booklet, so von vorne und so, wenn man es aufmacht. Ja. Hier ist bei mir schon so ein leichter Knick drin, also hier so eine Rundung. Aber ist egal, die Tracks sind hier aufgelistet. Und hier auch, hier sehen wir den Basso den Hengst, vorher haben wir Flair gesehen. Hier Flair und Basso den Hengst. Und ja, dann auch wieder Flair und Basso den Hengst, ein paar Tracks aufgelistet. Und dann nochmal Tracks aufgelistet, Bruce Travels und so von hinten. Nettes Booklet kann man machen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber wie gesagt, ich habe das Album mir nicht angehört. Ich habe nur ein paar die Single-Auskopplung gehört und das Snippet. Aber bis jetzt hat mich das Album nicht überzeugt. Ich muss es natürlich noch hören. Aber das, was ich bis jetzt gehört habe, fand ich eher langweilig. Ich finde natürlich gut, Flair hat hier auch ein paar Melodien und Soundelemente reingemacht, die so ein bisschen nach CCN klingen. Gut, das ist eine gute Täuschung, da kann man die ganzen Fans ein bisschen täuschen, aber ich finde jetzt auch, dass Flair gar nicht so gut gerappt hat. Ich finde tatsächlich, hat von den ganzen Single-Auskopplungen und Snippet, was ich bis jetzt gehört habe, Basso den Hengst am meisten geglänzt. Basso den Hengst ist so gut wie schon lange nicht mehr. Ja, das ist meine Meinung. Und ich finde natürlich Basso den Hengst, er könnte vielleicht noch ein bisschen besser, aber die Beats passen halt nicht. Für Basso den Hengst brauchen wir ein bisschen mehr Pep, mehr,
mehr dreckige Beats, das finde ich bei Bastard der Hengst passt das mehr. Finde auch generell für das Album, finde ich die Beats zu langweilig. Es ist immer noch so ein bisschen, man hört es halt raus, dass Symes produziert hat. Ich feiere Symes nicht, ich ist für mich kein, ich will nicht sagen schlechter Produzent, aber ich finde, der kann halt nicht diese guten Beats machen, so Berliner Beats, so richtig peppige Beats, das kann er halt nicht. Der kann halt nur diese komischen Rap-Sound und Club-Banger, das kann er vielleicht. Ich finde das halt langweilig und nicht peppig oder so. Hier hätte ich das ganz gerne. Ich hätte das Album, was ich bis jetzt gehört habe, ich kann es nur von dieses Snippet und so sagen und die Single-Auskopplung, hat sich meiner Meinung nach zu lasch angehört. Und nicht peppig genug. Da fehlt die Power irgendwie. Da fehlt die Power, finde ich, da bin ich der Meinung. Und ich hätte bei so einem Album, gerade bei so einer Kriegserklärung von Flair und Bastard dann Hengst, hätte ich jetzt irgendwie sowas erwartet wie von Babasat und Bushido, wo sie Sonny Black, ach Quatsch, was sag ich da, wo sie Kalokus Nutten 2 gemacht haben. Das ist der zweite Teil. Fragen Kalokus Nutten. Fand ich richtig hart. Babasat geht richtig gut ab auf den zweiten Teil. Und die Beats sind auch deutlich krasser. Hier, sowas hier. Hätte ich das hier gehört. Hätte ich das hier gehört. Sowas hätte ich hier gerne gehört. Ja, so eine Beats und so krass auf die Fresse Sound. Ja. Das hätte ich mir hier hätte ich es wirklich gewünscht, weil das hier eine Kriegserklärung ist. Das hier, was wir hier bekommen, hört sich bis jetzt für mich noch nicht nach einer Kriegserklärung an. Das hört sich nach einem Kollabo-Album an. Gut, okay, kann man mal machen. Ist ja sowieso nicht Kalokus Nutten, sondern Kanche Culture Nightmare. Aber wirklich, also wenn man es wirklich will, dann hätte ich das so, ich hätte es gerne so gehört wie bei Bushido und Babasat, wie Kalokus Nutten 2. So hätte ich das Album gerne gehört. So hätte ich es gerne gehabt. Das war nämlich das Album von Babasat und Bushido waren nämlich deutlich aggressiver und krasser. Und das hier ist mir einfach zu soft. Ich bin generell zurzeit sehr enttäuscht von dem Berliner Sound. Das, was die Berliner zurzeit rausmachen. Ich war eigentlich immer als Berliner. Für mich war Berliner Sound und alles das richtig geile Ding. Ich hatte immer ordentlich viel Power, war immer aggressiv, war immer nach vorne. Ich habe nichts, alles andere, was ich gehört habe, war nicht so gut. Und jetzt höre ich viel lieber irgendjemand aus Düsseldorf oder Hamburg oder was auch immer als irgendein Berliner Rapper und das ist eigentlich eine Scheiße. Das finde ich echt schade, dass Berlin so soft geworden ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, von den Beats. Aber es ist auch mit den ganzen Leuten, die das alles feiern. Also ich verstehe es halt nicht, warum man jetzt auf einmal so soft alles feiert. Aber ist okay, ich werde das Album mir auf jeden Fall mal anhören und mal gucken, wie das ist. Aber bis jetzt hat es mich noch nicht überzeugt und ich finde, das, was ich bis jetzt gehört habe, ist noch nicht aggressiv genug und es hört sich nicht wie eine Kriegserklärung an. Aber so viel zu dem Album und jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Kommen wir mal zum nächsten und letzten Boxinhalt und zwar zu der sehr schönen Lederjacke. Sehr cool, also Lederjacken sowieso. Ich habe früher immer Lederjacken getragen, richtig cool. Und ich feiere das natürlich, Lederjacke, ich musste sie mir auf jeden Fall holen. Und ich packe sie mal ganz kurz hier aus, mach mal die Sachen hier weg. Und ach, das ist schon ein Hammerteil, ist schon schwer. So sieht es aus. Fässt sich auch gut an. So sieht es denn aus. Kalokus Nutten, das Logo hinten. Und so von vorne. Es ist ein schweres Teil, ist relativ schwer. Ich kontrolliere mal hier ganz kurz, ob hier auch alles gut verarbeitet ist. Das muss man ja hier heutzutage kontrollieren. Ja. Im Moment sehe ich nichts. Ein paar hier Fusseln, hier und da kommt noch ein bisschen was raus. Ist auch ein bisschen schmutzig, weiß nicht, ob ihr seht. Ist hier ein paar Schmutz. Ja. Hier ein paar Haare. Hier ist, ich weiß nicht, ob man hier ist ein Haar. Könnt ihr es sehen? Das ist auch, also hier sind auch ein paar schmutzige Stellen. Meiner Meinung nach, also ich kann es euch, ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera. Paar Härchen sieht man auf jeden Fall, aber sonst ist okay. Und kommen hier ein paar Nähte, sind ein bisschen, könnte man ein bisschen kritisieren. Hier und da sind ein paar Sachen, die nicht so gerade sind, aber ist okay.
Ansonsten ganz nett. Dann kommen wir mal ja, zu der Jacke. Ist eigentlich, die ist schon krass schwer und das Material ist eigentlich, das ist halt Leder. Und das riecht man auch krass. Gucken wir mal hier, ob hier irgendwas ist, ob man hier irgendwas zu bemängeln hat. Ich muss mal ja alles ordnungsgemäß mal kontrollieren. Und dann gucken wir mal hier innen drin. Hier ist natürlich innen drin, sieht es dann rot aus. Mag ich auch, finde ich ganz gut. Das rote Design hier innen drin. Da konnte ich kontrollieren wir auch mal ganz kurz, ob denn alles so stimmig ist. Wir haben hier noch eine Innentasche. Da kann man gut was reinpacken. Und dann haben wir hier noch eine andere Innentasche mit einem Knopf. Das kann man dann zumachen, zuknöpfen. Ja. Ja, gut. Maskulin, Ghetto-Sport. So. Gucken wir uns mal das an. Eigentlich ganz gut. Kann man auf jeden Fall. Sehe ich jetzt hier nichts, was jetzt irgendwie fehlerhaft wäre. Also ist alles in Ordnung. Ja. Genau. So, und das ist die Jacke. Ja, schöne, schwere Jacke, schöne Lederjacke. Gefällt mir, sieht gut aus, schönes Design. Halt mit dem CCN-Logo, mit dem Karox-Nutten-Logo kannst du nicht viel falsch machen. Hier haben wir dann noch einen Reißverschluss, kann man auch machen. Den Reißverschluss finde ich ein bisschen eng. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man hier die Hand reinsteckt. Also meine Hand passt da gerade mal so rein. Ja. Aber gut, gucken wir mal. Ja, man kann schon. Geht schon. Mal den Reißverschluss machen wir mal ganz kurz zu. Haben wir noch was? Wir haben hier noch einen Reißverschluss, oder? Hier ist dann noch eine Tasche. Hier ist eine kleine Tasche, da kann man seine Hand auf jeden Fall reinmachen. Der Reißverschluss oben ist bestimmt nur für irgendwas Schlüssel oder so reinzumachen. Hier kann man dann seine Hand auch ordentlich reinpacken. Genau, dann haben wir, gucken wir mal auf der anderen Seite, ob wir hier noch was haben. Hier ist dann noch eine Tasche, also auch nur für die Hände. Ansonsten ist hier keine Tasche mehr. Ja, ja, auf jeden Fall, das hier war es dann mit der Lea, mit dem Album, mit der Box. Und ich würde mal sagen, hier war es mit dem Unboxing zu dieser Box. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.